hätte ich mich der großen Armee im Himmel angeschlossen, schreibt Alma Landshut im Sommer 1945 noch aus Theresienstadt an ihre Tochter Rosa. Der einzige Lichtblick war vorgestern die Mitteilung von Robert, dass er endlich nach vielen nervenaufreibenden Wochen seinen Auswandererpass erhalten hat und somit die Möglichkeit besitzt, in kurzer Zeit das Land zu verlassen. Man war sehr judenfeindlich in dieser Zeit, schreibt er. Wenn sie selbst den Sohn Gottes noch einmal töten würden, was werden sie dann mit uns machen? Wegen seiner guten Stimme wollte man ihn in den Musikverein holen, doch ein anonymer Briefschreiber drohte damit, diesen zu verlassen, wenn ein Jude einträte. Er hatte zuerst seine Existenz verloren und nun sollte auch sein Leben folgen.